Hallo und willkommen an das Kollektiv der Löwen. Hier ist Julia Aurelia. Ich darf jetzt für dich die Karten legen für den Februar zum Thema Liebe und Beziehungen. Wir schauen uns das Ganze einmal an mit der großen Arkane. Wir gehen in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir schauen dann ebenfalls mit dem Lenormand, ob wir noch eine Zusatzbotschaft bekommen für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich nutze das Thelema Tarot oder Thelema Tarot und das Thelema Lenormand. Und gehe dann nochmal in eine Zusatzlegung, wo wir uns anschauen, die Energien zwischen euch, das einmal mit den Seelenpartnerkarten, ebenfalls mit den Astrologiekarten und ich kläre die Legung, die wir jetzt hier gleich sehen, auch nochmal mit den kleinen Arkane-Karten. Also lass uns mal schauen, was im Kollektiv der Löwen so los ist. Die Energie bitte für die Löwen. Was ist die Energie im Kollektiv der Löwen? Aus der Vergangenheit zum Thema Liebe und Beziehung, was jetzt noch vielleicht eine Rolle spielt, auch hier in der Gegenwart. Oh, wow. Okay. Der Gehängte und der Teufel. Welche Energien aus der Vergangenheit spielen jetzt für den Löwen eine Rolle? Und der Eremit. Welche Energien aus der Gegenwart spielen jetzt im Februar zum Thema Liebe und Beziehungen für die Löwen eine Rolle? Der Wagen. Da kriege ich einen Stopp rein. Die Liebenden. Welche Energien bekomme ich jetzt für den Februar? Oh, und der Turm. Und wie geht es in naher Zukunft weiter für die Löwen? Na, ich glaube, ich schiebe es mal ein bisschen weiter nach oben hier. Okay. Wie geht es in naher Zukunft weiter für das Kollektiv der Löwen? Okay. Gut, also wir sehen es, du bist quasi gerade dabei, einen Neuanfang zu manifestieren, aber ich habe das Gefühl, da ist eine ganz schöne Reise hinter dir und vor allem auch noch gerade im Jetzt. Schauen wir mal in die Energien von der Vergangenheit. Wir haben hier den Teufel liegen, toxische Beziehungen, Abhängigkeiten, Süchte, die eine Rolle spielen im Bezug von auf Liebe und Beziehungen hier in der Vergangenheit. Das könnte also eine toxische, karmische Beziehung gewesen sein oder die Beziehung, in der du warst oder in der Verbindung, mit der du es zu tun hattest, hatte als Energieabhängigkeiten und Süchte als Grundthematik. Was ich hier ebenfalls wahrnehme, ist, dass es sein kann, dass hier eine gewisse Leidenschaft ist, irgendwas, was mit Versuchung zu tun hat, ne? Dass du vielleicht dachtest, okay, ich kriege hier das, wonach ich mich sehne, was meine Sehnsucht ist, meine tiefsten Wünsche. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir wird gerade gesagt, na, da bist du vielleicht ein bisschen in die Falle, in die Illusion gegangen von etwas, dass du sehr an etwas gehangen hast, was dir lange nicht gut getan hat, was du vielleicht gar nicht so sehen konntest in dem Moment, weil für dich gefühlt hier irgendwas kopfüber stand. Vielleicht warst du auch Hals über Kopf verliebt in der Vergangenheit hier und du konntest irgendwas nicht sehen, dass in dieser Angelegenheit noch Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Vielleicht Abhängigkeiten auch zu einer anderen Person, die hier noch eine Rolle spielen oder eben auch zwischen dir und einer gewissen Person, dass hier Co-Abhängigkeiten noch eine Rolle spielen und man nicht wirklich sich gut voneinander lösen kann. Ich nehme in der Vergangenheit auch einen Stillstand wahr, etwas, was vielleicht eine ganze Zeit lang nicht wirklich vorangegangen ist und dass du hier, es fühlt sich fast an, als ob du in so einer schweren Suppe warst und vielleicht dich selber auch gefragt hast, Mensch, wann lösen sich die Energien, wann klärt sich das auf, wann scheint hier das Licht der Weisheit des Eremitens endlich auf die Angelegenheit. Es fühlt sich an, als ob du dich in der Vergangenheit gefragt hast, wann werde ich endlich die Einsicht und Erkenntnis bekommen, was jetzt der beste Weg für mich ist oder dass ich mich entscheiden kann, weiterzugehen. Der Eremit kann bedeuten, dass hier vielleicht eine Situation war, wo weiser Rat eine Rolle gespielt hat. Entweder, weil du selber weisen Rat dir geholt hast, ob spirituell, ob psychologisch. Vielleicht war auch irgendjemand in deinem privaten Umfeld, der dir weisen Rat geben konnte. Das könnte hier ebenfalls eine Möglichkeit sein.
Ich nehme hier mit dem Eremiten allerdings dann auch schon einen Rückzug wahr. Vielleicht hast du letzten Endes nach einem langen Stillstand dich hier zurückgezogen und versucht vielleicht auch die innere Arbeit zu machen, um dir darüber bewusst zu werden, was diese toxischen Anteile in deinem Leben hier zu bedeuten haben und was das vielleicht auch mit dir zu tun hat. Ich sehe hier in der Vergangenheit neue Perspektiven, neue Einsichten und Erkenntnisse. Und ein Prozess, wo vielleicht es noch ein bisschen gedauert hat, bis die Weisheit in deinem Herzen Einzug erhalten hat darüber, warum alles so passiert ist, wie es passiert ist, oder über die Aspekte, die hier toxisch waren in einer Angelegenheit. Wenn das nicht der weise Rat ist, den du vielleicht von Mitmenschen bekommst, den du dir hier gesucht hast, um mehr Informationen zu bekommen über eine Situation, dann habe ich das Gefühl, bist das du aber auf der Sinnsuche. Diese beide Karten, ne, der Gehängte begibt sich hier in eine umgedrehte Position, um Antworten zu bekommen, um die Welt von einer anderen Perspektive zu sehen und auch vielleicht um Mysterien des Lebens zu verstehen. Genau wie der Eremit der weise innere Rat ist. Und so habe ich das Gefühl, du warst hier in der Vergangenheit bereits auf Sinnsuche. Aber ja, hier war irgendwas, eine blockierende Energie in der Vergangenheit. Schauen wir uns das mal im Jetzt an. Wir haben den Wagen, die Liebenden, den Turm. Der Turm ist immer der Hinweis, dass der Teufel, die Energie, die dich zurückhält, gesprengt wird. Und so sehe ich hier im Jetzt, dass irgendwas, okay, Moment, das Erste, was mir gesagt wird, ist, dass du jetzt Entscheidungen triffst, für dich weiter nach vorne zu gehen. Dass etwas Altes keinen Bestand mehr hat, weil es dich in der Vergangenheit blockiert hat und das nun wegfallen muss, damit du weitergehen kannst. Die Liebenden, ja, die Liebenden ist natürlich, es dreht sich hier alles um das Thema Liebe. Ich möchte aber einmal auf den Aspekt reinkommen der Liebenden, der mir gerade gesagt wird, auch gerade im Zusammenhang auf die Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, du hast in der Vergangenheit oder die Lernaufgabe ist für dich, Entscheidungen zu treffen, die für dich richtig sind und fokussiert zu sein auf das, was für dich richtig ist und was dir gut tut, was dir Energie und Kraft zieht. Und ich habe das Gefühl, dass du im Jetzt, also im Februar, merkst, dass es da gewisse Sachen gibt, die dir einfach langfristig gesehen auch keine Kraft und Energie gegeben haben, wo es für dich wichtig ist, in die Aktion zu gehen und zu sagen, okay, ich bewege mich nach vorne in die Zukunft und lasse das in der Vergangenheit aufs Fundament zusammenbrechen, sodass ich, sobald die Aufräumarbeit erledigt ist, etwas Neues aufbauen kann. Und das sagt mir ebenfalls hier mit dem Turm, die Energie im Jetzt ist, dass irgendwas wegfällt für dich, aber dass hier noch ein bisschen Aufräumarbeit ist. Ne, da muss noch der, wenn der Turm wegfällt, siehst du die ganzen Brocken quasi, Gesteinsbrocken auf dem Gras oder auf dem Umfeld. Und erstmal müssen die Reste der Vergangenheit aufgeräumt werden und zur Seite gepackt werden, damit wieder ein freies Fundament hier ist, auf dem du dann etwas Neues aufbauen kannst. Und ich sehe dich in dieser Phase, wo du vielleicht gezwungenermaßen jetzt sagst, okay, ich schaue jetzt nach vorne, ich gehe jetzt in die Zukunft. Ich treffe jetzt Entscheidungen für mich, die für mich gut sind, die mich unterstützen, was leider bedeutet, dass hier irgendwas Altes zusammenbrechen muss. Nun könnte man sagen, auch zusätzlich, weil die Liebenden gerade in diesem Deck hier natürlich eine wundervolle Liebesbeziehung zeigen, dass es vielleicht sein kann, dass hier auch im Jetzt noch eine, vielleicht sogar Seelenpartnerschaft, eine intensive Verbindung eine Rolle spielt. Ich muss aber sagen, mit dem Turm gibt es da radikale Umstrukturierungen. In der Regel, wenn ich die Liebenden habe und den Turm, würde ich sagen, in einer Beziehung sind unerwartete Ereignisse bis hin, dass es eventuell, wenn diese Liebesbeziehung verknüpft ist an den Teufel, an die blockierende Energie, an die toxische Energie, dann könnte es sein, dass die Liebenden hier wegfallen. Und dass du sagst, ja, okay, das ist was Altes, was jetzt gehen muss und ich fokussiere mich darauf, jetzt meinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Es kann aber auch innerhalb einer Partnerschaft sein, dass ihr euch hier gerade gemeinsam weiter bewegt. Ein Umzug, eine Reise könnte eine Möglichkeit sein und dass vielleicht plötzliche Ereignisse euch vielleicht auch dazu zwingen, nach vorne zu gehen. Ich habe hier in der Reihe ein bisschen die Energie von, okay, ich habe keine andere Wahl, weil der Turm da ist. Der Turm sagt mir, es passiert irgendwas und darauf musst du dann quasi reagieren. Wie gesagt, es kann sein, dass die Beziehung hier oder dass es was Altes ist, was jetzt wegfällt oder auch innerhalb einer Beziehung, dass alte Strukturen sich gelöst werden oder irgendwas Unerwartetes passiert.
Gehen wir einmal tiefer, und zwar in die Energie der nahen Zukunft. Da sehen wir schon, bahnt sich hier der Neuanfang an. Wir sehen hier die Sonne. Die Sonne kann jetzt wirklich auch für Liebe, Glück und Erfolg stehen. Gerade wenn du als Frau schaust, hier mit dem Herrscher, könnte es sein, dass für dich hier der Herrscher liegt, ne? Also die eine sehr signifikante Person. Was mir gerade gesagt wird, ist, dass du in der Zukunft hier dabei bist, ein Vaterthema zu heilen. Hier ist irgendwas aus deiner Kindheit mit einem Vater oder einer Vaterfigur, wo ich das Gefühl habe, da entspringen vielleicht im Kern, im Fundament diese toxischen Situationen, die sich in deinem Umfeld zeigen, in deinem oder in deinem Leben zeigen. Und ich habe das Gefühl ganz stark, dass du in der nahen Zukunft eine Vaterthematik heilen wirst oder ein neues Bewusstsein bekommst über diese Situation, sodass es dir dann möglich ist, wirklich vielleicht auch mit innerer Kindheilung mehr Leichtigkeit wieder in deinem Leben zu integrieren und wieder glücklicher zu sein, wieder leichter zu sein, wieder mehr Lebenskraft zu haben. Die Sonne so oder so sagt mir, dass in naher Zukunft hier für dich etwas sehr Positives auf dich wartet. Vielleicht ein positiver Neuanfang eben auch mit dem Herrscher, könnte eine Vaterfigur dann sein, oder eben auch ein Seelenpartner oder dein signifikanter Partner quasi, den du gerade hast. Das haben wir hier ebenfalls. Der Narr sagt Neuanfang, die Chance auf ganz neues Potenzial hier. Gleichzeitig könnte es sein, auch wenn du jetzt vielleicht als Mann schaust, dass der Herrscher dich beschreibt. Das wäre grundsätzlich auch möglich als Frau, dann ist nämlich die Energie des Herrschers, die männliche Energie von Ordnung, Struktur, ich bin hier sehr gefestigt, ich habe Stabilität und Sicherheit in mich selbst und meine Entscheidungen, ich treffe Entscheidungen, ziehe Grenzen und gehe in die Aktion, um meine Träume zu verwirklichen. Und so kann es sein, dass du hier mehr Lebenskraft hast und mehr Power wieder. Wir haben hier die Energie des Widders liegen, wir haben hier die Sonne, also auch wieder Feuerenergie. Ich nehme hier, abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt mehrere Energien sternzeichenmäßig hier haben, habe ich aber hier das Gefühl, dass die Energie der Lebenskraft und des Feuers hier zurückkommt in dein Sein und du wirst kraftvoller sein. Ich nehme dich mehr in deiner Kraft wahr und in deiner Stärke wahr und wieder mehr im Gleichgewicht im Sinne von in der Stabilität. Und das wird dazu führen, dass du hier tatsächlich einen Neuanfang manifestierst. Und die Karte des Manifestierens haben wir hier. Das ist quasi der Magier, der jetzt sagt, okay, wenn du jetzt fokussiert bleibst und deine Energie auf das richtest, in die Richtung, in die du gehen möchtest, dann wirst du in diesem Monat wirklich Schritte dahin unternehmen, dass dann auch in der nahen Zukunft hier das Glück auf dich wartet. Also, lass uns mal schauen, in der Vergangenheit kriegen wir eine weitere Energie für die Vergangenheit. Kriegen wir eine Klärungskarte, bitte. Da haben wir den Reiter. Ja, es fühlt sich so ein bisschen so an, dass hier eine Situation wirklich verlassen wurde, dass du dich auf Reisen begeben hast. Das Thema Umzug nehme ich hier wahr, Umzug, Bewegung, Reise. Das ist etwas, was hier gefühlt eine Rolle spielt. Vielleicht warst du in der Vergangenheit, jetzt lass ich mal schauen, es kann sein, dass eine Nachricht reingekommen ist. Hier, der Reiter, dass eine Information, eine Nachricht reingekommen ist, die maßgeblich an dieser Situation beteiligt war oder dass ein gewisses Treffen hier Auslöser war. Ich nehme eine Nachricht, ein Treffen oder eine Kommunikation war, die Auslöser war, dass du dir über gewisse Themen, sag ich mal, mehr Gedanken gemacht hast und versucht hast, Klarheit zu bekommen. Und das könnte ebenfalls die Möglichkeit sein, weil ich hier immer bei dieser Karte in diesem Lenormand, sehe ich die Person immer weggehen vom Zuhause hier. Ne? Da haben wir das Haus und das ist tatsächlich auch das gleiche Haus, was wir auf der Karte des Hauses haben. Das heißt, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass hier irgendjemand weggegangen ist von vielleicht der gewohnten Umgebung, ausgezogen ist, umgezogen ist. Lass uns schauen, was wir im Jetzt haben. Kriegen wir eine Klärungskarte bitte für die Löwen fürs Jetzt. Die Blumen, ja, Überraschung, Geschenk. Es kann natürlich sein, dass hier sehr viel Anerkennung und Wertschätzung liegt, die du jetzt vielleicht auch gelernt hast, dir selber gegenüberzubringen. Gerade diese beiden Karten sind eine Überraschung, etwas, was vielleicht unerwartet hier passiert. Also mach dich bereit auf das Unerwartete. Ne? Erwarte das Unerwartete, würde ich sagen, ist hier dein Thema gerade jetzt im Februar.
Mit den Blumen haben wir aber nicht so eine radikale Energie. Der Turm kann recht radikal sein. Also haben wir gefühlt auch schöne Überraschungen hier, die auf dich warten. Eine Einladung, schöne Treffen, Freunde, mit denen du gesellig beisammen bist. Ne? Menschen, die dir wirklich sehr hilfreich und nett gegenüberstehen, die dich unterstützen, supporten. Habe ich das Gefühl, spielt hier gerade eine große Rolle. Wir haben natürlich jetzt Valentinstag, also falls hier eine gewisse Partnerschaft eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl, da wartet eine schöne Überraschung auf dich. Wenn es quasi mit dem Turm darum geht, dass ihr euch im Team durch was durcharbeitet oder was recht Unerwartetes passiert, kann es aber trotzdem sein, dass wir hier noch eine schöne Überraschung haben, auch in einer Verbindung. Dann lass uns mal schauen in der nahen Zukunft. Kriegen wir da bitte eine weitere Energie? Eine Klärungskarte bitte für die weitere Zukunft. Und da ist der Turm. Das Thema ist hier wieder Abgrenzung, Unabhängigkeit. Das spiegelt sich hier wieder in dem Herrscher. Der Turm hat nicht die gleiche Energie wie der Turm hier im Lenormand, sondern eher, würde ich sagen, es resoniert jetzt gerade der Turm hier sehr mit dem Herrscher. Unabhängig sein, sich abgrenzen, sich schützen, könnte eine Rolle spielen hier. Und ja, der Rückzug spielt hier vielleicht auch immer noch eine Rolle, der hier in der Vergangenheit liegt. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas wird ein bisschen mehr abgeschlossen. Es fühlt sich an wie, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr abgeschlossen hier. Vielleicht fühlst du dich auch wieder sicherer. Sicherer in dir selbst, ne? Weil der Rückzugsort, in dem fühlt man sich sicher vor Angreifern, aber eben auch vielleicht, weil man etwas ablehnt oder etwas, na nicht ablehnt, aber etwas ausgrenzt. Also vielleicht grenzt du dich hier auch zusätzlich mal nochmal von etwas ab, damit du dich sicherer und stabiler in dir selbst fühlst. Zusätzlich habe ich das Gefühl, wenn hier eine neue Person auf dich, wenn hier eine neue Person liegt oder vielleicht neues Glück ist, auch mit deinem Liebsten, dann könnte das auch, es kommt natürlich jetzt drauf an, in welcher Konstellation du bist, ne? Aber wenn hier eine ganz bestimmte Person ist, habe ich aber das Gefühl, dass das, was in der Vergangenheit hier oder in der Gegenwart und Vergangenheit passiert ist, dass sich das ein bisschen mehr zu einem Kopfmenschen gemacht hat, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr auch abgrenzt und das ein Schutz sein kann, ein Schutzmechanismus. Also es kann sein, dass du versuchst, dich selber zu schützen vor schmerzhaften Sachen aus der Vergangenheit oder schmerzhaften Sachen generell, die du aber erfahren hast in der Vergangenheit. Auch das nehme ich hier wahr. Die Energie von, ich möchte mich zurückziehen, ein bisschen schützen, ein bisschen mit mir vielleicht auch alleine sein. Das könnte hier zusätzlich nochmal eine Rolle spielen, aber trotzdem sehe ich hier wirklich das Glück und den Erfolg für den Neuanfang hier liegen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Erweiterung und in die Erweiterung auf Vimeo schauen wir uns dann die Seelenpartnerkarten an, schauen uns die Person an, mit der du es hier zu tun hast, schauen uns ebenfalls nochmal über die Astrologiekarten an, wie die Energie zwischen euch ist und klären dann diese Karten nochmal mit den kleinen Arkane-Karten, um mehr Informationen zu bekommen. Plus, wir gehen in die Energie der Person rein, mit der du es zu tun hast. Was denkt sie über dich? Was fühlt sie für dich? Was sind die Absichten der Person? Wie es mit euch quasi weitergeht? Und ja, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an in der Erweiterung. Also sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video, entweder hier auf YouTube oder gleich auf Vimeo.